Ranja und wenn ihr wie ich auf TikTok gerne mal bis 3 Uhr nachts durch die Gegend scrollt und sonst mit eurem Leben nichts anzufangen wisst, dann ist das Video für euch. Denn wir machen heute die beliebten TikTok-Trendfilter nach, die ich ständig sehe. Ja, die werden mir die ganze Zeit auf meiner For You-Page angezeigt, 24/7. Und da ich jetzt vor kurzem herausgefunden habe, wie man mein Handy mit dem PC verbindet, habe ich mir gedacht, was bietet sich besser an, als zu versuchen, die nachzustellen. Ich bin mir nicht sicher, weil manche Sachen sehen richtig easy aus. Aber vor allem diese Freeze-Frame-Sachen sind teilweise halt vom Timing echt schwer. Ich habe da auch schon ein paar Fails gesehen zu, also auf TikTok. Goddammit, ich verbringe zu viel Zeit damit. Bevor wir mit dem Video richtig anfangen, es gibt nach wie vor den Top-Kommentar. Wenn ihr schnell seid und einen Kommentar schreibt, habt ihr eine Möglichkeit, im nächsten Video der Top-Kommentar zu werden und am Ende eingeblendet zu sein. Und genau, bleibt auch bis zum Ende dran. Dann seht ihr, wer aus dem letzten Video Top-Kommentar geworden ist. Vielleicht seid ihr es ja. Und wenn ihr schon dabei seid, abonniert doch gerne diesen Kanal. Dann verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Ich uploade quasi jeden Tag. Technisch gesehen jeden zweiten, aber hey, es wird mehr, okay? Es wird mehr. Es war mal weniger. Wir sind auf dem aufsteigenden Ast, also. Alrighty-o. Wir fangen an mit dem ersten. Und zwar ist das dieses Engels-Swirly-Wirly, wo du erst mit den Fingern darum machst und dann deinen Heiligenschein machst dadurch und mit den Augen rumswirlst. Und ihr wisst, was ich meine. Wir probieren das jetzt aus. So schwer kann es nicht sein. Oh no. Oh no! Oh no! Das ist nicht gut! Ich will nicht lügen! Das ist gar nicht gut! Oh nein! Okay, wir versuchen es nochmal. Wir versuchen keine Eile, ja? No! Again? Es ist doch... Okay, wir versuchen es nochmal. Es kann nicht so schwer sein. Jetzt Konzentration. Guten Heiligenschein. Und gut kann ich die Rede sein, hä? Heiligenschein. Okay, wir haben den Heiligenschein. Der ist okay. Die Augen sind nicht richtig. Okay, einmal möchte ich noch. Einmal möchte ich noch. Okay. Das ist voll gut geworden! Das ist voll gut geworden! Look at it! Der Heiligenschein, okay. Ist nicht perfekt, aber ist auch nicht schlecht. Ist auch nicht schlecht. Ich bin so zufrieden. Okay, nächster Filter. Okay, das nächste ist das, wo die Leute ihre Haare so wegwerfen, um zu gucken, wie sie mit kurzen Haaren aussehen. Ich weiß, wie ich mit kurzen Haaren aussehe. Ich hatte mein ganzes Leben lang kurze Haare. Aber we will try it. Oh. Ja, ne? Abgesehen davon, ich glaube, der Kameraengel tut mir halt keine Gefallen. Das ist okay. Mit dem, da bin ich nicht mad. Der hat funktioniert. Der nächste ist auch so ein Freeze-Filter. Und zwar macht sie da erst die Lippe auf einer Seite hoch und dann auf der anderen. Und ich glaube, das kriege ich hin. Ja, nachdem der Engel jetzt ja schon so ein Erfolg war. Oh nein. Oh nein. Wie macht sie das? Okay, ich kann es nochmal versuchen. Es kann nur besser werden. Oh nein. Oh nein. Why? Oh, es sieht so schlecht. Man weiß schon, dass es schlecht wird, wenn man nur das Bild sieht. I hate it. Okay, wir lassen das. Und zwar haben wir eine Frau mit einer Wahrsagekugel und sie sagt, die wahre Liebe steht direkt vor mir und sie meinte, ihr Mann steht vor ihr. Dann haben wir eine, die mit Internet famous angeblich und die hat 4,2 Millionen Likes da drauf. Das heißt, es muss ja stimmen, was in der Kugel gesagt wird. Es muss ja stimmen. Da kann ich nichts verhauen. Da kann ich physisch nichts verhauen. Okay. Come on, gib mir was Gutes, bitte. Gib mir was Gutes. Kriege ich einfach nichts? Ich kriege einfach nichts. Was? Nein, 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 nein. Kann man das nochmal machen? Gibst du mir was anderes? Okay.
Vielleicht muss ich näher ran, damit sie mein Gesicht besser lesen kann. Okay. Play your cards right and you might finally be the main character! Let's go! Ich wollte schon immer der Main Character sein. Bin ich momentan der Main Character? Ich würde sagen, nein. Aber vielleicht, wenn ich meine Karten richtig spiele, jetzt wo die Kugel auf TikTok mir es gesagt hat. Das Beste daran ist, man muss sie nicht mal was fragen. Sie gibt dir einfach eine Weisheit mit auf den Weg. Ich weiß nicht genau, was es bedeutet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß es nicht genau. Aber wir werden es sehen wahrscheinlich die nächsten Tage. Unser nächster Filter ist cute as heck. Das ist dieses Meisterwerk hier, ja? Unglaublich cute. Unglaublich cute. Sie macht diese Posen. Und sie sitzt auf ihrem Bett und es sieht so schön aus. Und ja, ich will das auch. Ich hätte das auch gerne, okay? Und deswegen probieren wir das. Okay. Oh nein. Ich bin zu nah dran. Was? Oh, warte, ich glaube, ich war noch nicht bereit. Moment, wir können das neu starten. Let's go! Oh nein, was ist mit dem zweiten Arm passiert? Hä, sie macht doch noch das in der Mitte. Wieso hat sie so viele mehr als ich? Okay, das kriege ich hin. Ich sag's, wie es ist. Ich verstehe nicht, wie die funktionieren. Wann hören sie auf? Wann hören sie nicht auf? Ich versuch's noch einmal von vorne, ja? Okay, ist kein Problem. Wir machen einfach das danach. Okay, wir müssen jetzt hier aus dem Bild, bis das fertig ist, glaube ich. Okay. Oh, maybe we did it. Okay, der Anfang ist wack. Ich gebe es ja zu, der Anfang ist nicht stark geworden. Aber ich glaube, wir haben es gerissen am Ende. Ich glaube, weil das so viele übereinander layert. Also momentan ist halt meine Becken-Area nicht allzu vorteilhaft. Aber ich glaube... Ja klar, man sieht da halt irgendwie meine Socke durch die Hose durch. Das ist nicht Sinn und Zweck, das ist, weil ich am Anfang so ein bisschen das Gleichgewicht verloren habe und nach hinten gefallen bin. Aber wenn das nicht wäre, das Endbild, also abgesehen, dass ich keine Beine mehr habe, gut, ja, okay, gut, danke. Das sehe ich genauso. Schön, dass wir uns da so einig sind. Okay, einen habe ich noch für euch, okay? Okay, der nächste Klassiker, ja? Das Renaissance-Gemälde. I love it. Es sieht so schön aus. Wenn die das machen... Guckt euch an. Es ist so wunderschön. Wenn ich das mache, sieht es aus wie Rotze garantiert. Aber ich habe eine Katze und ich werde das nachstellen. Und wenn es mich Stunden dauert, wahrscheinlich nicht Stunden, weil irgendwann geht mein Akku leer, aber ich werde mein Bestes geben. Okay. Ich brauche eine Katze. Oh, du kommst? Du kommst zu mir, um ein TikTok mit mir zu drehen? Welch vortrefflicher Zufall. Ich weiß, du magst es nicht, mit einer Hand gehalten zu werden. Oh nein. Oh nein. Oh nein, wie kann er sagen, das ist gut? Okay. Boys, wir brauchen eine andere Katze. 1, 2, 3, go. Oh Mist, ich habe schon wieder verkackt. Nein, schon wieder ist los. Du weißt, was dir blüht. Wie kann es denn sein? Wieso ist er... Jetzt ist er richtig friedlich, ne? Aber am Anfang, immer wenn es losgeht, das mag er nicht. Okay, ganz vorsichtig. Oh ja. Ja, ne? Best as it gets. Ich meine... Ich habe die Katze gekriegt. Mein Gesicht sieht... Joa, nicht? Hatte viel Schönes, nicht? Hatte viel Schönes.
Okay, Boys and Girls, wir haben noch einen. Das ist der Klassiker mit den Lippen, die so aufgebläht werden. Wo die Frau sagt, ja, wenn du normale Lippen hast, dann oder große Lippen, dann hast du danach so Bradstall-Lippen wie sie. Und wenn du kleine Lippen hast, dann hast du danach gar keine mehr. Wir können unser Glück mal probieren. Oh nein. Oh Gott. I hate it. I hate it. What? Also abgesehen davon, dass wenn man redet, die Zähne groß werden. Nein. Das war's mit den TikTok-Filtern für heute. Wenn ihr noch einen zweiten Teil möchtet, dann schreibt das in die Kommentare. Wie gesagt, wenn ihr Glück habt, dann seid ihr im nächsten Video der Top-Kommentar. Hier ist der Top-Kommentar aus dem letzten Video. Und dann abonniert diesen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss!